Guten Morgen aus dem schönen Neuseeland, nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Bei euch ist es jetzt schon Abend. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem Webinar aus Nelson und Wellington. Mit mir heute, oder erstmal möchte ich mich vorstellen, ich bin Birgit Neumann, ich bin die Programmdirektorin von Study Nelson. Einige von den Teilnehmern kennen mich schon, andere sind ganz neu dabei. Herzlich willkommen bei Study Nelson. Mit von der Partie heute ist meine Kollegin Eva Weber. Hallo, ja, mein Name ist Eva und auch von meiner Seite aus noch ein herzliches guten Morgen oder beziehungsweise guten Abend nach Europa. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich bin bei Study Nelson für alle Anfragen zu unserem Programm zuständig und werde heute im Hintergrund während des Webinars Fragen beantworten im Chat. Und die Fragen werden auch am Ende dann gemeinsam noch beantwortet. Also stellt euch Fragen, wenn ihr gerne etwas wissen möchtet. Und ja, ich wünsche euch zunächst erstmal viel Spaß bei der Präsentation. Du wolltest, glaube ich, auch noch was über einen Button da oben erklären, dass, falls irgendwas schief läuft, wo man sich nochmal einloggen kann. Genau, das ist richtig. Also ich bin auch so ein bisschen für das Technische im Hintergrund zuständig. Und falls ihr Schwierigkeiten haben solltet und das Webinar nicht so richtig flüssig laufen sollte, da gibt es einen Button oben, der nennt sich Wiederverbinden. Da könnt ihr einfach mal probieren, den zu drücken und dann werdet ihr in ein neues Fenster geladen und es sollte hoffentlich dann wieder funktionieren. Und mit mir heute habe ich, da freue ich mich ganz besonders, eine ganz tolle Schule auf der Nordinsel in der Nähe von Wellington an der wunderschönen Kapiti-Küste. Das ist das Aotea College. Und ich habe Jamie O'Connor und Tricia Cox hier. Jamie? Tēnā koutou katoa, nau mai, haere mai ki te kāreti o Aotea. Hello everyone, my name is Jamie O'Connor. I am the Assistant Principal and International Director of Aotea College. What you heard from me was a basic Māori welcome, and Māori language is an important part of New Zealand culture and Aotea College. And with me today we have the Programs Coordinator, Tricia Cox. Kia ora. So, ohne dass wir jetzt kurz weiter rummachen, fangen wir doch einfach mal mit der Präsentation an. Fängst du die bitte an, Eva? Wunderschön. Dann verabschiede ich mich jetzt von Eva und Jamie und Tricia und wir fangen einfach mal an mit unserer Präsentation. Schulaufenthalt in Neuseeland. Warum Neuseeland? Zum einen werdet ihr eure Englischkenntnisse verbessern, wenn ihr zu uns kommt. Und natürlich ist Maori ein wichtiger Bestandteil unserer Kultur. Und eins unserer offiziellen Sprachen. Und es ist eine ganz tolle Sache, wenn man hier in dieser Situation die europäisch geprägte und spannende Maori-Kultur kennenlernt. Nichtsdestotrotz ist es so, dass unser Englisch auf dem Oxford-Englisch basiert und ein sehr klares Englisch ist. Und von daher ist Neuseeland ein wunderbares Land, um Englisch zu lernen. Als junger Mensch wächst man an sich selber, wenn man ans andere Ende der Welt geht. Man wird selbstständig, erweitert den Horizont und wird weltoffener. Und was Neuseeland auch nochmal ausmacht, ist, dass es eines der sichersten und schönsten Länder der Welt für einen Schulaufenthalt ist. Und wir meinen speziell im Nachgang zu Corona oder sobald wir unsere Grenzen eben wieder aufmachen. Und dazu erzähle ich euch auch noch ein bisschen mehr am Ende dieses Webinars. Und ich werde euch auch ein bisschen über das Schulsystem heute erzählen und das Aotea College wird das ganz ja, schön mit einer schönen Präsentation auch nochmal erklären, wie das hier in der Schule bei uns abläuft. Ganz kurz zu uns. Wir sind eine Organisation direkt vor Ort in Neuseeland und haben aber auch in Deutschland ständige Mitarbeiter. Wir sind eine anerkannte Organisation von der Education New Zealand Behörde als Recognized Agency anerkannt. Und das Study Nelson Versprechen, das wir euch geben, ist, dass ihr nicht nur schulische Erfolge verzeichnen könnt, sondern dass ihr das Herz, die Kultur und die Seele Neuseelands erfahren könnt. Und damit einhergehend hier noch kurz unser Leitmotiv: So leben, denken und handeln wir. He aha te mea nui o te aoa, he tangata, he tangata, he tangata. Was ist das Wichtigste auf der Welt? Es sind die Menschen, die Menschen. Ein sehr weiser Maori-Spruch. Wir haben zwei Standorte in Neuseeland. Das ist einmal Nelson, eine Kleinstadt an der Nordspitze der Südinsel, sowie Wellington, unsere spannende kleine Hauptstadt.
Wir haben in beiden Regionen ein gemäßigtes Klima und wir haben dort eine Reihe sehr guter Schulen, die wir in unserem Select Plus Programm buchen können. Wir können aber auch Schulen in unserem Basisprogramm in ganz Neuseeland anbieten. Und dazu sage ich gleich auch noch mal etwas, sodass ihr den Unterschied ein bisschen versteht. Mehr dazu könnt ihr auf unserer Webseite nachlesen. Aber generell ist das High School Select Plus Programm, wird dort ermöglicht, wo wir auch tatsächlich vor Ort am Ort sind, wo wir im Vorfeld die Gastfamilie mit aussuchen können, wo wir also auch während des Aufenthaltes eine Rundumbetreuung leisten können und eine schulische Begleitung durch unsere Pädagogen. Diese 24 Stunden Bereitschaft durch unser Team vor Ort, die ist natürlich auch im Highschool-Basisprogramm gegeben, aber natürlich nicht so mit der Nähe, dass wir gleich um die Ecke sind und euch gleich sehen können, sondern wir sind zwar im Land, aber dann eben nicht direkt an eurem Ort. Die Information zu den beiden Programmen findet ihr am besten auf unserer Webseite. Und zusätzlich zu diesen beiden Programmen haben wir Aufbauprogramme dazu. Das ist einmal das NCER Schulabschlussprogramm. Der neuseeländische Schulabschluss wird in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz unter bestimmten Bedingungen als Hochschulzugang anerkannt. Die Dauer, in der man das erlangen kann, ist gewöhnlich 18 bis 24 Monate. Im Sonderfall ist der Abschluss sogar in 18 Monaten möglich. Wir begleiten euch dabei, werden euch auch schon im Vorfeld intensiv beraten. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Wir werden auch Ende Oktober ein spezielles Seminar dazu abhalten über die Webinare. Dazu werdet ihr auch eingeladen von Eva. Also wenn ihr daran Interesse habt, hier euren Abschluss zu machen, kommt auf uns zu. Dieses Programm ist im Highschool Select Plus möglich. Zusätzlich dazu haben wir ein sogenanntes Gap Year Programm. Das ist für Schüler und Schülerinnen, die auch nach der Schule nach Neuseeland gehen möchten. Die einfach jetzt sagen, jetzt auch zum Beispiel durch das ganze Auf und Ab durch Corona verschieben wir den Aufenthalt und wir kommen, nachdem wir das Abitur oder die Matura gemacht haben, gehen dann nochmal in die Highschool und verbinden das dann nach der Highschool mit einem Praktikum, einem Freiwilligendienst, Au-pair oder Work and Travel. Dazu muss man sagen, das Highschool-Programm ist dann nicht so wie normal in der Schule. Ihr müsst jetzt nicht Mathe, Bio und Chemie belegen, sondern ihr könnt neben Englisch ganz, ganz viele berufsvorbereitende und spannende Fächer belegen, sodass das einfach also auch nochmal zur Berufsvorbereitung und zum Hineinschnuppern in verschiedene Bereiche eine wirklich tolle Gelegenheit ist. Für diejenigen, die das nicht mit der Highschool verbinden möchten, können das auch wahlweise an einem Englischkurs machen. Und zwar ist das normalerweise ein dreimonatiger Englischkurs mit einem abschließenden Englischzertifikat und dann eben auch wieder wahlweise mit den anderen Modulen in dem Programm. Und dann haben wir ein ganz neues Programm entwickelt, das nennen wir den Kiwi Passport. Das ist ein interkultureller Kompetenzkurs. Damit könnt ihr Neuseeland jetzt gleich trotz geschlossener Grenzen online von zu Hause erleben. Ihr lernt in 7 spannenden Kapiteln mehr über das Land und die Menschen am anderen Ende der Welt kennen, erwerbt interkulturelle Kompetenzen. Die Kurssprache ist Englisch und das ist toll, einfach zur Sprachvertiefung. Und wir stellen Kontakt für euch hier mit einem neuseeländischen Schüler oder einer neuseeländischen Schülerin. Das sind unsere sogenannten Kiwi Buddies, mit der ihr gemeinsame Projektaufgaben machen könnt und wo ihr einfach schon eine Freundschaft schließen könnt. Das ist super zur Überbrückung der Zeit bis zu eurer Anreise. Der Kurspreis von 460 Euro wird bei der Anmeldung mit 100 Euro auf den Programmpreis angerechnet, sodass es im Endeffekt einfach 360 Euro für das Programm ist. Wenn ihr hierzu Fragen habt oder weitere Informationen möchtet, meldet euch gerne jederzeit auch bei Eva oder schaut euch das auf unserer Webseite an. Wir geben euch gerne unverbindlich Auskunft dazu. Schule einmal anders in Neuseeland. Wir meinen, dass es auch besser ist. Das Schulsystem ist im internationalen Ranking ganz vorne, liegt ganz vorne. Und das liegt vielleicht daran, dass bei uns es wirklich um die Vermittlung von Kompetenzen geht, nicht nur um die Wissensvermittlung. Frontalunterricht gibt es kaum. Es geht wirklich um die individuelle Förderung des Einzelnen unter dem Motto Be the best you can be.
Lehrer motivieren zum Lifelong Learning und verstehen sich ganz oft als Lernbegleiter, die den Schülern wirklich auch individuell, auf die Schüler auch individuell während des Unterrichts eingehen. Und das ermöglicht es einfach für ausländische Gastschüler, die in eine Klasse kommen und mit dem Unterricht klarkommen müssen, dass das eben einfach auch klappt. Ihr werdet zum selbstständigen Lernen motiviert. Es gibt ein sehr breites akademisches und praktisches Fächerangebot und die Campusanlagen sind normalerweise sehr modern und großzügig ausgestattet. Und das könnt ihr nachher gleich am Beispiel vom AHTH College selbst auch nochmal in Bildern ganz gut sehen. Der Schulalltag bei uns ist auch ein bisschen anders. Unser Schuljahresbeginn ist Ende Januar und unser Schuljahr ist in 4 sogenannte Terms, also Quartale, aufgeteilt. Wir haben Ganztagsschulen und in der Regel mit Uniformpflicht. Oftmals, oder es gibt Schulen, wo es in den oberen Klassen keine Uniformpflicht gibt und wir haben einige wenige Schulen ohne Uniform. Der Unterricht findet in der Regel von 9 bis 15 Uhr statt. Also ihr könnt ein bisschen ausschlafen, nicht so wie in Deutschland, wo oftmals der Schultag schon um 7.30 Uhr losgeht. Ihr habt normalerweise, manchmal ist es auch 8:45, aber es ist ungefähr in dem Zeitraum. Unsere Schulen sind meist gemischte Schulen, aber wir haben immer noch nach dem angelsächsischen Prinzip reine Jungs- und Mädchenschulen. Und das ist auch eine super Alternative, wenn ihr das mal ausprobieren möchtet. Unsere Schulzeit geht 13 Jahre. Und ab dem Jahr 11 haben wir ein Kurssystem und das entspricht ungefähr unserer oder der deutschen Jahrgangsstufe 9 oder 10. Und was die Schule hier auch noch wirklich herausstechen lässt, ist, dass es ein Dreh- und Angelpunkt für Jugendliche ist. Es ist nicht so, dass man nach der Schule so schnell wie möglich nach Hause geht, sondern es finden nach dem Unterricht ganz viele AGs und spannende Sachen statt, die man dann auch belegen kann. Und auf unserer Webseite und in unserer Broschüre könnt ihr neben den einzelnen Schulen auch sehen, was dort angeboten wird, zusätzlich zum Unterricht. So, und jetzt verabschiede ich mich. Wir schauen uns jetzt gleich ein Video an und dann machen Jamie und Trisha weiter mit der Präsentation. Eva, würdest du bitte das Video starten? I chose to go to Aotearoa College because I like kayaking, and not far from here we have a kayaking club, and I also chose Aotearoa because it's close to Wellington. When I thought about New Zealand, I didn't think of swimming and surf beaches. I mostly got this picture of my head of Alpic mountains and snowtops, but not the beach is the coolest part. We had a really good hot summer, it was really cool. I really like to go to Aotearoa College. I think it's a really good school for me because they have a lot of classes there. You can mix and match a lot of cool classes. I like my teachers. I think they're all pretty relaxed. You can have fun in classrooms. I think that's important when you go to school. Makes a better environment in the classroom. I get good support from teachers and the international office will always be there. And if I have any questions or anything to wonder about, I can always ask them. The Kiwi people in general are just so cool. The people I talk to, all of them are friendly. I live in Titahi Bay. My host family is super cool. We're joking a lot. I have my own room and my own bathroom, so that's really good. We get beautiful sunrise and I have a beautiful beach where we can go surfing. I'm not a beach person before this, but after seeing these amazing beaches, I just need to come back. I'm gonna bring friends and family over to New Zealand from Sweden. Because I think New Zealand is just one of those places that you need to come to. Because it's so cool and the people are so nice and it's just one of those magical places. 100%. Aotearoa College is based in the picturesque city of Porua. We've got a great lifestyle here with forests, beaches, and shopping all right on our doorstep. Wellington City is just a short train ride away. Within 20 minutes, you can be standing on the famous Wellington waterfront
the center of a bustling capital city? Aotea College is a state co-educational high school, and our role is currently about 1,100 students. We are lucky enough to have undergone a complete new rebuild of our school, and our buildings opened at the start of 2020. We have state-of-the-art facilities at our school, including brand new music rooms, science laboratories, an industrial kitchen, lots of sports facilities, and Tamanawa, which is our performing arts centre, which holds 400 people. So academically, you will find a very diverse range of subjects at our school. As well as traditional subjects, you can study subjects like media studies, psychology, tourism, and jewellery design. Art is a big part of Aotea College. The school has a nationally recognised performing arts department. Music, visual arts and performing arts are all very popular. International students are welcome into any of our cultural performing groups, such as Kapa Haka. Sports is also a big part of Aotea College. We have a strong presence in traditional sports, such as rugby, football, cricket, netball, volleyball, badminton and basketball. And sports like handball are also available through community teams. I know that many of our students are specifically interested in taking part in outdoor education. Throughout the year, our outdoor education program has opportunities in hiking, bushcraft, mountain biking, and many more. In term one, we run our orientation camp. We get up to lots of fun at camp and do things like swimming, kayaking and bonfires. In term four, when our domestic students are taking exams, we run a full activity program where we take part in things like surfing, high ropes, mountain biking, and sightseeing. Te Tahi Bay is our local surf beach. This is a great, safe learner's beach. We run an annual surf trip as part of our term four program, and in terms one and four, surfing packages can be organized. Our Kiwi ambassadors are domestic student leaders whose role is to support you during your time with us. They will show you around, help you make friends, and organize lots of fun events. Of course, you're only at school for 6 hours each day, and your homestay family will be a huge part of your experience. Your homestay is much more than just a room for you to sleep in. It is your Kiwi family. And lastly, the most important thing you'll come away with is a network of friends spread across the globe. Ich hoffe, das hat euch soweit Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen über das Aotea College erfahren und ein bisschen sehen können, wie eine Schule hier in Neuseeland funktioniert. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr Fragen dazu habt. Das heißt, geht gerne in den Chat und stellt Fragen, die wir euch nachher gerne beantworten werden. Aber bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz, wie geht es von hier aus weiter, wenn ihr überlegt, dass ihr nach Neuseeland kommen möchtet? Vereint bitte einen unverbindlichen Gesprächstermin mit uns. Das kann entweder mit mir selber sein, von Neuseeland aus, einer unserer Mitarbeiterinnen aus Deutschland, die sich gerne mit euch in Verbindung setzen. Unsere Marketingkoordinatorin lebt in Deutschland momentan, sowie unsere Mitarbeiterinnen, die euch in den einzelnen Regionen gerne zur Seite stehen, die ganz, ganz viel über Neuseeland und die Schulen wissen und die ihre eigenen Kinder schon mal bei uns gehabt haben, sodass ihr wirklich aus erster Hand ganz viel erfahren könnt. Wir beraten euch dann umfassend zum richtigen Programm und zur geeigneten Schule. Ihr entscheidet euch aber selbst für die Wunschschule, die für euch passt und meldet euch bei uns an. Wir begleiten euch dann ab da ganz zuverlässig während der gesamten Vorbereitung, Schritt für Schritt, egal welches Programm ihr wählt. Und wir unterstützen euch dann vor Ort persönlich während eures Aufenthaltes in Neuseeland. Und das ist für viele Eltern und für viele Schüler eine Beruhigung. Und jetzt gerade während der Corona-Zeit, denke ich, ist das besonders wichtig.
Und damit komme ich auch schon zum Thema Corona. Ihr wisst wahrscheinlich alle, dass unsere Grenzen momentan geschlossen sind. Und von daher gebe ich euch jetzt einen ganz kurzen Update. Und auch hier könnt ihr wieder Fragen stellen, hinterher im Chat. Die aktuelle Situation in Neuseeland ist folgendermaßen. Wir sind ein sicheres, demokratisch regiertes Land mit einem sehr guten Gesundheitssystem. Das möchte ich einfach erstmal voranstellen. Wir haben uns zu Beginn der Corona-Pandemie zu einer strikten Eliminierungsstrategie mit strenger Grenzschließung und Lockdowns bei Ausbrüchen entschieden. Und das Ziel davon war, Corona auszumerzen. Bisher hatten wir ca. 4.000 Corona-Erkrankte, 27 Tote zu verzeichnen, kaum eine Neuerkrankung von Einreisenden in der Quarantäne überkommen. Es gibt fast keine Übertragung innerhalb der Bevölkerung, nur ab und zu gibt es das. Wir sind momentan in einer solchen Situation. Durch die Delta-Variante ist einfach die Ansteckungsrate größer und dann kommt es zu Lockdowns. Und außer diesen Zeiten, in der wir dann in einem Lockdown sind, der normalerweise recht streng und kurz ist, short and sharp, wie wir das nennen, go early, go hard, ist das Leben innerhalb des Landes meist ohne große Einschränkungen möglich. Maskenpflicht in öffentlichen Einrichtungen ist das Einzige, woran man eigentlich noch erinnert wird, dass es Corona gibt. Also wir haben tatsächlich durch diese Grenzstrategie im Land selber fast keine Einschränkungen, außer es gibt eben die eine oder andere Situation, wo eben jemand, der mit Corona einreist, innerhalb dieser 14-tägigen Quarantäne jemand ansteckt, der dort vielleicht arbeitet und das wird dann in die Bevölkerung getragen. Aber es ist ganz, ganz selten. Das hat natürlich die Situation, dass wir momentan nur Staatsbürger einreisen lassen können und nur eben mit dieser 14-tägigen staatlich überwachten Quarantäne in speziellen Quarantänehotels, also auch nicht zu Hause. Die Ausnahme dazu sind die Pacific Islands, also die pazifischen Inseln, aus denen man, weil es dort eben auch kein oder in, bei den Inseln, bei denen es kein Corona gibt, da können Menschen einreisen. Wir sind dabei, eine flächendeckende Impfung der Bevölkerung vorzunehmen und das soll bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Und die Regierung hat gerade eben vor einigen Monaten einen Plan zur schrittweisen Grenzöffnung veröffentlicht. Und ab dem ersten Quartal 2022 wird dieser Plan umgesetzt. Wir sind hier vor Ort mit aktuellsten Informationen und werden euch natürlich darüber auf dem Laufenden halten, wie es mit der Grenzöffnung weitergeht und wie das für Gastschüler und Gastschülerinnen, was das bedeutet. Die Einreise wird zumindest, also zu Beginn, wir denken die Einreise ab Juli 2022 unter Umständen, ab April, aber wir rechnen, also wir versuchen einfach jetzt nicht irgendwelche Hoffnungen zu schüren, wird weiterhin nur mit Sondergenehmigung möglich sein und dass unter Umständen noch Quarantäne möglich sein kann. Das liegt dann wahrscheinlich ein bisschen daran, wie die Situation in Deutschland, Österreich oder der Schweiz zu dem Zeitpunkt ist, wenn es so ist, dass der Inzidenzwert relativ weit unten ist, dass ihr keine großen Ausbrüche habt, dann werden diese Länder wohl als niedrig vom Risiko her eingeschätzt werden. Und wenn man dann eine Doppelimpfung hat, am besten mit dem Pfizer-Wirkstoff, dann ist die Einreise, sollte gegeben sein, so laut der Regierung. Wir nehmen aktuell Anmeldungen an für Juli 2022 und natürlich jederzeit danach. Und wir bieten auch an, dass ihr mit uns doppelt fahren könnt. Das heißt, wir haben kurzfristige Alternativen, falls es irgendwelche unvorhersehenen Entwicklungen geben wird. Es gibt ja Länder, die sind offen und wir können euch diese zum Teil auch anbieten, sollte das für euch Sinn machen. Aber generell sind wir sehr hoffnungsvoll, dass Juli 2022 ohne Probleme wieder geht. So, jetzt hoffe ich, dass wir euch einige gute Informationen geben konnten, dass das von Interesse ist und ich bitte, dass Eva, Jamie und Trisha wieder zurückkommen und wir jetzt einfach für eure Fragen zur Verfügung stehen. Ja, ich habe tatsächlich auch zwei Fragen schon hereinbekommen. Eine Frage kommt von Birgit, die gerne wissen möchte,
was passiert, wenn ihre Tochter sich in der Gastfamilie nicht so wohl fühlen sollte. Da hat sie ein bisschen Befürchtung. Okay, das ist wahrscheinlich eine Frage an mich. Im Select Plus Programm ist es tatsächlich so, dass wir selbst als Organisation mit der Schule zusammen die Gastfamilie aussuchen. Das heißt, wir lernen sie selbst persönlich kennen und können versuchen natürlich den bestmöglichsten Match hinzubekommen. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass wir mit unserer Erfahrung, langjährigen Erfahrung, dadurch, dass wir dich auch schon ein bisschen kennengelernt haben oder die Tochter schon ein bisschen kennengelernt haben, wir auf Wünsche eingehen können und wirklich gut aussuchen können. Das Wichtige dabei ist, dass wir natürlich dann in der Zeit, in der ihre Tochter dann da ist, hier für ihre Tochter zuständig sind und jederzeit erreichbar sind und ihre Tochter jederzeit unterstützen werden. Dazu gehört, dass wir natürlich erstmal versuchen werden, wenn man sich nicht wohlfühlt, zu schauen, woran liegt das? Sind das kulturelle Unterschiede, die da zum Tragen kommen? Oder ist es tatsächlich so, dass sind das Missverständnisse? Oder ist es einfach so, dass zum Beispiel einfach die Chemie nicht stimmt? Sowas gibt es. Und dann leiten wir relativ schnell mit der Schule zusammen einen Gastfamilienwechsel ein. Nehmen dann aber auch den Stress aus der Situation, dass man als Schüler das nicht selber alles managen muss und da irgendwelchen Schwierigkeiten ausgesetzt ist, dann in der Gastfamilie. Uns ist es wichtig, dass das harmonisch verläuft. Es gibt einfach Situationen, die dann einfach so sind. Das ist unser übliches Vorgehen in unserem Select Plus Programm. In unserem Basisprogramm ist es so, dass wir natürlich dadurch, dass wir nicht vor Ort sind, die Gastfamilien nicht selbst mit ausgesucht haben, sondern dies mit der Schule zusammen gemacht haben. Die Schule hat quasi die Endentscheidung getroffen und wir stehen aber trotzdem dem Schüler zur Seite, sind in Kontakt mit der Schule, stellen sicher, dass eben alles gemacht wird, was gemacht werden kann. Und ich weiß, die Schulen machen das ganz super. Vor allem am ART College haben wir da bisher immer noch nie Probleme gehabt. Ja, und die nächste Frage kommt von Carla. Carla möchte wissen, warum sie sich noch nicht für das Stipendium bewerben kann, wenn doch Anmeldungen für Juli schon angenommen werden. Genau, also es liegt einfach daran, dass die Grenze noch nicht offiziell eröffnet wurde. Wir nehmen Anmeldungen an, aber wir können nicht bestätigen, bis die Grenze quasi aufmacht. Und wir möchten gerne vermeiden, dass Leute sich für Stipendien, die sich die ganze Arbeit machen, die hinterher dann vielleicht doch nicht möglich sind, beziehungsweise die von den Schulen unter Umständen noch nicht möglich gemacht werden. Die Verabredung mit den Schulen ist, dass wir uns über die Stipendien letztendlich verständigen, wenn die Grenze aufgeht. Momentan ist die Grenze bis 6. oder wird von Immigration New Zealand werden keine Visas bis 6. Februar bearbeitet und bis dahin haben wir das einfach jetzt erstmal zurückgestellt. Wenn du dazu noch Fragen hast, können wir gerne das auch nochmal im Einzelgespräch mit dir durchsprechen. Wir beraten dich gerne zu den Stipendien, können dich aber einfach noch nicht, wir möchten einfach nicht, dass du die Arbeit machst und dann muss wieder was geändert werden und ich glaube, es ist besser, wenn du das einfach momentan noch zurückhältst. So, dann habe ich noch eine Frage von Thomas, die ja sich auf die Ernährung in der Gastfamilie bezieht. Die würde ich gerne ans Aotea College weitergeben. Mhm. Ich denke, die bezieht sich darauf. So, Trisha, I've got a question for you. Thomas has got a daughter who is vegan and he now asks if there are any host families available that can accommodate that. Yeah, we look at profiles and carefully match our homestay families to students that are suitable. We've certainly had both vegetarian and vegan students before and that can be accommodated. Und das kann ich auch nochmal bestätigen. Wir hatten eine vegane Schülerin am Aotea College und das ist eigentlich normalerweise kein Problem. Was sein kann, ist, dass man vielleicht sich selbst auch noch wenn die Familie nicht vegan ist, sondern zum Beispiel nur vegetarisch, dass man dort dann einfach ein bisschen mit sich einbringt und schaut, wie kann man bestimmte Sachen ersetzen, so dass man wirklich seine Nährstoffe auch bekommt. Aber es gibt in Neuseeland, also vegane Menschen gibt es viele. Es gibt in den Supermärkten viele Waren, die man kaufen kann, Lebensmittel, die für eine vegane Ernährung geeignet sind. Die nächste Frage kommt zum NCEA. Tobias möchte wissen, ob man an jeder Schule den NCEA-Abschluss machen kann oder ob manche Schulen besser als andere dafür geeignet sind.
Das ist eine super gute Frage. Und ja, wir meinen, dass manche Schulen besser geeignet sind als andere. Das hat ganz viel damit zu tun, auf welchem Level bestimmte Fächer angeboten werden. Und es hat ein bisschen damit zu tun, ob diese Schule schon Erfahrung gemacht hat. Wir hatten schon Schüler, die am Aotea College zum Beispiel das NCA abgelegt haben. Und wir haben also einige andere Schulen, wo wir es wirklich empfehlen können. Und sehr gerne gehen wir nochmal gezielt darauf ein, mit dir gesondert darauf ein, in einer Einzelberatung, wo wir auch nochmal gucken können, was sind deine anderen Interessen, was passt da für dich und welche Schule würden wir dann empfehlen oder welche Schulen, sodass du das dir dann einfach in Ruhe nochmal anschauen kannst. Carla möchte wissen, ob es denn bisher gar nicht hilft, geimpft zu sein. Ich bin nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber wenn du damit meinst, Carla, ob du einreisen kannst, nein, das hilft leider überhaupt nichts. Es ist tatsächlich so, dass momentan die Visas ausgesetzt sind bis zum 6. Februar und von daher einfach keine Visas an ausländische oder an Touristen oder an Schüler vergeben werden. Es ist tatsächlich nur so, momentan so, dass wirklich nur Neuseeländer einreisen dürfen. Es gibt bestimmte Sonderkohorten, wie zum Beispiel für internationale Schüler. Und da wurden auch welche schon genehmigt. Die waren aber leider bisher nur für Universitätsstudenten. Und diese mussten dann natürlich auch geimpft sein. Aber es ist nicht so, dass die Grenze offen ist, man hier einfach herkommen kann und sagen kann, ich bin geimpft, sondern es ist tatsächlich so, dass man eine Einreisegenehmigung benötigt und die gibt es eben momentan generell für Einreisende aus dem Ausland nicht. Es tut mir furchtbar leid, ich würde gerne etwas anders sagen können. Wir möchten so furchtbar gerne, dass ihr kommen könnt. Aber wir wissen, dass es jetzt nicht mehr lange dauert. Es sind wirklich Pläne, die jetzt gemacht werden und wir sind auf einem guten Weg. Okay, dazu dann vielleicht gleich noch die nächste Frage von Carla. Wann wird man denn informiert, wenn eine Einreise im Juli nicht klappen sollte? Ich denke, das wird relativ frühzeitig sein. Wir hatten bisher einen Sonderkohortenantrag für Januar laufen. Und diejenigen unter euch, die noch auf eine Einreise im Januar hoffen, möchte ich gleich auch nochmal sagen, wir schicken diese Woche nochmal Informationen hinaus. Wir warten noch auf Antwort von der Regierung. Wir denken, wenn wir die diese Woche nicht bekommen, dass es einfach zu spät wird für Januar. Für Juli wird es tatsächlich so sein, dass wir das früher wissen werden. Und ich denke, dass wir Anfang des Jahres dir verbindlich Auskunft geben können. Gut, die nächste Frage kommt nochmal zur Gastfamilie von Arne. Arne fragt, ist es eher die Ausnahme, dass auch Kinder im gleichen Alter in der Gastfamilie sind und kann man wählen, nur der einzige Gastschüler zu sein in der Familie? Mm-hmm. Trisha, there is somebody who's asking about host families. Can somebody stipulate that they are only the only host child in the family? Absolutely. In most cases, our international students are the only international student with the host family. Habe ich die Frage beantwortet? Da war noch was vorweg, ne? Ob es die Ausnahme ist, dass auch Kinder im gleichen Alter in der Gastfamilie sind, ja. Yes. How likely is it that there will be somebody in the same age group in the family? It depends on the requests and the interests and, of course, prioritizing what is most important to you in the host family. So if that's really important to you, that's something that would be likely to be arranged. It was a really good answer. That's exactly what I would have said as well. Anne, es ist so, wir schauen uns eigentlich immer an, was ist es, was du brauchst, um dich wohlzufühlen? Was sind die Komponenten dazu? Und wenn es so ist, dass ein gleichaltriger Schüler oder Schülerin im gleichen Alter in der Familie sind, und das ist der absolute wichtigste Punkt für dich, wichtiger als alles andere, dann versuchen wir, das natürlich möglich zu machen. Aber ganz oft ist es so, dass es verschiedene Sachen gibt, die wir eigentlich gerne für dich arrangieren wollen. Und dann sollte man schauen, ob die Familie passt. Wenn es so ist, dass wir eine Familie haben mit etwas jüngeren oder älteren Geschwistern, wo wir einfach das Gefühl haben, die haben ähnliche Interessen wie du, da stimmt die Chemie mit denen wahrscheinlich, von dem, was wir einfach, wie wir das einschätzen können, dann empfehlen wir oft,
dass man dann eher in eine Familie geht, wo diese Chemie stimmt, wo die Interessen stimmen und weil du einfach auch Freunde in der Schule findest und ihr habt das ja vorhin auch gesehen, dass es am Aotea College dieses sogenannte Buddy-System gibt, wo Domestic-Schüler, also neuseeländische Schüler, mit euch quasi Freundschaften eingehen und für euch da sind, sodass ihr auch in der Schule Freundschaften knüpfen werdet. Ja, ich glaube, dazu passt ganz gut auch noch, kleinen Moment hier, die Frage von Thomas. Und zwar möchte er wissen, wie ein exemplarischer Verlauf in der ersten Schulwoche wäre und wie die Kinder in den Schulalltag eingeführt werden. Perhaps this might be a question for you, Jamie. Yeah. So Thomas would like to know how the first school week usually works, like what happens in the first week when once the students arrive and how are the students introduced in daily school life. So it that would probably depend on whether they come at the start of the year or if there's a mid-year enrollment. At the start of the year, the students would go through an orientation process with the other international students where they would get to know the staff, the school, the other international students, and have a bit of an introduction to what school life in New Zealand and the local community is all about. At the start of the year, they will have a bit more time to do that without the classes starting. But if they come mid-year, there is still an orientation process where Tricia and myself run through a process of getting the students sorted with their subjects, with their buddies, with the other international students, and all of the parts of New Zealand culture that they need to know before really starting school. So the start of the year would be a bit of a longer orientation process. Mid-year, it's still very thorough, but a little bit shorter. Ja, und the start of the year bedeutet Ende Januar, Anfang Februar und mit hier bedeutet bei uns Juli, also wir sprechen wirklich vom Jahr, weil bei uns das Schuljahr mit dem Jahr gleichgeschaltet ist. Und wichtig für euch zu wissen ist, dass wir auch einen Einführungskurs in Neuseeland anbieten. Der ist im Select Plus Programm inbegriffen, kann im Basisprogramm dazu gebucht werden, wo wir solche Sachen auch schon behandeln. Wie läuft der Schulalltag ab? Wie sieht es aus? Vieles davon wird auch schon im Vorbereitungskurs. Dieser findet schon im Vorfeld statt, bevor er überhaupt losfliegt. Und der läuft dann online, wo viele Informationen schon für gegeben sind. Und wenn ihr dann ankommt, habt ihr einfach diese Unterstützung durch unsere Education-Koordinatorin, wo ihr Informationen bekommt, wie gehe ich damit am besten um, welche Fächer soll ich am besten wählen. Ihr bekommt auch dafür im Vorfeld von uns ganz gezielte Informationen, sodass, wenn ihr ankommt, einfach diese Informationen der Schule wirklich da ist. Und es ist wirklich anders, als man sich das in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz vorstellen kann, wo man vielleicht in eine Schule kommt, die nicht darauf ausgerichtet ist, internationale Schüler aufzunehmen. Hier ist es tatsächlich so, es gibt also Lehrer, die dafür abgestellt sind und wie zum Beispiel Jamie und Tricia, die tatsächlich für euch da sind, euch unterstützen, euch einführen, wo ihr jederzeit, wenn ihr etwas nicht versteht, hingehen könnt. Ihr habt auch uns zur Seite, wo jederzeit gefragt werden kann, wenn es irgendwie darum geht, ob das Fach einem auch wirklich liegt. Ihr könnt auch innerhalb der ersten Wochen oft noch die Fächer wechseln, wenn ihr merkt, ihr kommt da doch nicht mit oder es ist doch nicht das Richtige, wie ihr euch das vorgestellt habt. Aber ganz viele Informationen, zum Beispiel im Select Plus Programm, schicken wir euch den Lehrplan der Schule schon im Vorfeld zu, sodass ihr zum Beispiel das schon sehr gut aussuchen könnt und schauen könnt, wie passt das am besten mit dem zusammen, was ihr in Deutschland in der Schule oder in der Schweiz oder Österreich in der Schule verpasst und wie ist dadurch dann der Einstieg hinterher wieder gut gegeben. We also make sure during that time that's an opportunity for them to sign up to any of their interests, like sports and arts or music or anything like that, anything that they need to do to try and make them feel as welcome as possible. And it's a part of our process that we often get lots of really positive feedback from the international students about how we orientate them into the school.
Und ihr habt es vielleicht jetzt schon gemerkt, Jamie und Trisha sind sehr warmherzige Menschen. Ihr werdet euch einfach wohlfühlen. Da ist jemand da, der wirklich für euch da ist. Nicht nur wir als Organisation, sondern tatsächlich auch in der Schule. Ja, eine weitere Frage habe ich tatsächlich noch, und zwar von Julius. Julius möchte wissen, was die Extrakosten für Ausflüge und andere Aktivitäten sind. Ich stelle die vielleicht auch gleich nochmal an das Aotea College. Jamie, I've got another question for you from Julius, who would like to know if there are any additional costs for excursions and other activities. Such as? So any other costs involved, like excursions, school excursions or activities, I guess like maybe school subject fees for outdoor education, perhaps, or The fees for outdoor education, Trisha might be able to jump in here as well. The fees for outdoor education, if it's part of the academic program of the course, there are no extra fees. Yeah. But there are sometimes things that we will do with the students that might cost some money. But generally, it's all covered in most of the fees that we do. Trisha, do you want to jump in? Yeah, all of the trips we do each term, our orientation camp and our term four program are all inclusive with the tuition fee, as are any of your subject fees. Mm. The only additional cost is if you take part in the surfing program in either term four or term one, which are 5-week lesson base, and that does have an additional cost. Yeah. And I think most schools will also charge if, for example, somebody is part of a sports team and you are going off to a course that like you have a tournament that you will have to partake and pay your share of the accommodation. Yeah, so all students will pay a sundry fee as part mm-hmm. of their package when they sign up. Mm-hmm. And so sports fees and things like tournament fees will be deducted from those, and anything remaining at the end of your time would be refunded. Okay, that makes a lot of sense. Ich hoffe, dass das verständlich war. Gebt uns Bescheid. Ich weiß nicht, warum Jamie plötzlich weg ist. Ich nehme an, irgendwas ist an der Verbindung unterbrochen worden. Trisha, I presume that the connection got disrupted with Jamie. If that's the case, you are it, and you have to answer any further questions. Well, here he comes back. He's coming back. Yep. Lovely. Hello, Jamie. Sorry. That's fine. Everyone froze. Also good, you didn't run away. Das war nicht, weil die Frage zu schwierig war, denke ich. Sondern es ist tatsächlich so, wie in Deutschland auch, wenn ihr in einem Sportteam seid und es gibt Ausscheidungskämpfe irgendwo, dass ihr dann eine Fahrkostenbeteiligung, Übernachtungskostenbeteiligung bezahlen müsst. Eigentlich ähnlich wie in Deutschland. Und beim Aotea College ist es tatsächlich so, dass wenige dieser Kosten extra sind. Ganz viele in den Aktivitäten sind schon eingeschlossen. Das unterscheidet die Schule ein bisschen von vielen der anderen Schulen. Aber wenn ihr dazu eine Frage habt zu bestimmten Fächern oder zu bestimmten Sachen, stellt die uns nochmal individuell. Und Eva kann das ganz, ganz spezifisch anfragen und sagen, in welchem Fach was dann noch auf euch zukommen würde, wenn überhaupt. Mm-hmm. Yeah. Sorry, I have a feeling that you just said this, but sports fees, there are some. Yeah. Fees. Yeah. Yeah, okay. Yeah. Yeah. So, zwei weitere Fragen kamen noch rein. Die erste Frage kommt von Thomas. Gibt es Pflichtfächer, die belegt werden müssen? Es gibt generell eigentlich keine Pflichtfächer, aber von unserer Seite her geben wir an, dass auf alle Fälle Englisch belegt werden sollte. Und wir empfehlen ganz, ganz dringend, dass man Mathematik belegt, und zwar Mathematik Calculus, Integral- und Differentialrechnen, weil beide dieser Fächer einfach ganz wichtig sind, dass er hinterher wieder gut anschließt. Englisch sowieso, weil ansonsten, es bringt ja nichts. Ansonsten beraten wir euch und versuchen einfach so viel abzudecken wie möglich von dem Stoff, der verpasst wird. Wenn ihr aber ein ganzes Jahr sozusagen aussetzt, dann habt ihr viel mehr Freiheiten, andere
Fächer auch zu belegen. Wir raten euch ganz dringend, dass ihr mindestens ein sogenanntes Interessenfach oder Spaßfach belegt. Etwas, das so ein bisschen vom Bauch kommt, wo ihr wirklich ein Interesse dran habt, weil ihr dann einfach dieses andere Schulsystem ganz anders erlebt. Weil das ganze Schulsystem eigentlich darauf ausgelegt ist, dass Schüler Spaß am Lernen finden, dass sie selbstständig lernen, dass sie lebenslange Lerner werden. Und das kommt euch wirklich zugute, wenn ihr etwas findet, was euch auch wirklich Spaß macht. Also das ist immer mein Rat dabei. Ich möchte wieder darauf hinweisen, es ist immer ganz gut, im Einzelgespräch sowas durchzusprechen und einfach auch zu sehen, was ist notwendig für den Schüler, was sind für Anforderungen da. Generell werden in der Oberstufe nur, ich sage nur, 6 Fächer belegt. Das ist anders als in Europa, wo wir also eine viel größere Fächerbandbreite haben. Diese Fächer werden aber viel intensiver durchgenommen. Deswegen ist es ganz gut, wenn man sich schon so ein bisschen überlegt, welches Fach brauche ich hinterher in der Oberstufe zum Beispiel. Wo habe ich zum Beispiel Schwächen? Macht es Sinn, dann in Neuseeland so einfach zu belegen, weil ich dann einfach nochmal einen anderen Blickwinkel bekomme, der eben mir im Frontalunterricht einfach, ist es mir schwerer gefallen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, da einfach auch das so einzurichten, dass es für dich geht oder für ihre Tochter ganz genau passt. Und ich würde einfach bitten, dass wir das dann auch nochmal anbieten, dass wir das im Einzelgespräch nochmal besprechen. Dazu hat auch Julius vielleicht noch passend eine Frage eben gestellt, und zwar: Wird Latein am Aotea College angeboten? You don't offer Latin, do you? No, we don't. So was that Latin? Latin, yes. I did Latin at school, but no, we don't do it. is it possible to do that through one of the correspondence courses? It's probably something we could arrange through a tutor. We'd need to look into it before we could commit. Julius, I'm sure there would be something here, but it's not familiar to us at the moment. Julius, ganz generell Latein und Altgriechisch zum Beispiel gibt es ganz, 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 ganz selten in Neuseeland. Es gibt nur ganz wenige Schulen, die das anbieten, und immer mehr Schulen lassen es auch fallen, was wirklich sehr, sehr schade ist. Ich würde auch wieder auf ein Einzelgespräch verweisen. Melde dich gerne bei Eva. Die kann auch noch mal schauen, an welcher Schule das möglich ist. Eva weiß das am besten von uns allen. Und ganz oft machen wir das aber auch so, dass wir zum Beispiel einen Latein-Tutor, also einen Nachhilfelehrer organisieren, sodass du quasi deine Bücher mitbringst aus Deutschland oder aus Österreich oder der Schweiz, je nachdem, wo du herkommst, dass du vielleicht mit deinem Lehrer oder deiner Lehrerin ausmachst, dass du Sachen auch zurückschicken kannst, dass die vielleicht sogar gewertet werden oder dass du ein Feedback bekommst, wie es für dich läuft, wenn das möglich ist. Manche Lehrer machen das, oder viele Lehrer machen das, und ich hoffe, dein Lehrer oder deine Lehrerin macht das auch, und so, dass du etwas selbstständig weiterarbeiten kannst. Da Latein einfach eine Sprache ist, wo du ganz viel lernen musst, ist es eigentlich ganz gut möglich, das auch im Austausch nebenher noch zu machen. Mhm. Maeve hat eine Frage. Maeve, ich hoffe, ich spreche deinen Namen richtig aus. Sie möchte gerne wissen, wie ist der Winter in Neuseeland, wenn man sich für ein ganzes Jahr entscheidet? Okay, also unser Winter fängt im Juni, Mai, Juni an und geht bis August, und normalerweise haben wir nachts vielleicht 0 bis 5 Grad, und tagsüber klettert das Thermometer ganz oft über 10 Grad, oft auch bis 15 Grad, und oft scheint die Sonne. Man kann das so ein bisschen vielleicht mit Italien oder der Côte d'Azur vergleichen. Es gibt keine tiefen Winter. Man kann allerdings Skifahren gehen. Auf der Nordinsel ist das möglich, im Ruapeo-Gebiet. Das ist ungefähr 2,5-3 Stunden Fahrt vom Aotea College aus. Und auf der Südinsel ist es möglich, weiter im Süden. Von Nelson aus haben wir ein kleines Skigebiet. Das ist ungefähr eine Stunde Fahrt von uns, 1,5 Stunden, wo man ganz gut Skifahren kann. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass wir ein ganz, ganz gemäßigtes Klima in Neuseeland haben. Trisha, you can tell us how the winter is at the Kapiti Coast in Porirua. So winter's a bit different here in Wellington than you'd be used to in Germany. It doesn't snow. It does get cold, but not as cold as it would in Germany.
It can be fairly wet and fairly windy. And it's one of the things we love about our new buildings is that when you get inside school for the day, once you're inside, mm-hmm. you're undercover the whole time. If you are interested in skiing, we're just over 3 hours away from the North Island's closest ski mountain. Und wenn Trisha sagt, dass es windig ist, in Wellington selber ist es oft sehr windig und kalt, aber an der Kapiti-Küste sind die Temperaturen oftmals wesentlich gemäßigter. Man kann das so richtig sehen, wenn man von Wellington City nach Porirua fährt, wie das Thermometer ein bisschen anfängt zu hochzuklettern. Also ihr seid an der Kapiti-Küste etwas mehr geschützt als in Wellington selber. Auf der Südinsel in Nelson haben wir ein sehr gemäßigtes Klima, es ist etwas wärmer dort und es regnet vielleicht ein klein bisschen weniger. Und auf alle Fälle etwas weniger Wind, ja. And I have another question for maybe Trisha, if you would like to answer that from Arne. He would like to know how many international students you usually have at Aotea College or last proper school year in 2019 when we didn't have the borders closed. Yeah. So at the start of 2019, we had 34 international students. We also get joined 3 times a year by groups of students from Japan and Thailand. About 3 times we'll have 15 students come for 3 weeks. And that's about our normal. About between 30 and 35 is a good number for us. Yep. How many of them speak German? Maybe 12 or 13 in German, I would say. Yeah, also das ist so die Obergrenze bei einer Schule, die 1100 Schüler hat, ist die Obergrenze um die 1 bis 1,5%, sodass du dich tatsächlich in den Schulalltag gut einleben kannst, dass du wirklich gut zurechtkommst, dass du nicht in sogenannten deutschen oder deutschsprachigen Austausch Klüngel oder Ghetto, wie wir das manchmal nennen, stecken bleibst. Das kann ich auch wirklich bestätigen. An der Schule ist es durch dieses Buddy-System wirklich gegeben, dass du dich gut integrieren kannst. Und dadurch, dass die anderen Gastschüler eben oft aus anderen Ländern kommen, ist es einfach gegeben, dass man Englisch spricht und dass man, das ist auch irgendwie spannend, ne? Eben also auch so eine internationale Erfahrung zu haben. Genau. Ja, Fragen waren das eigentlich alle. Im Moment kam keine mehr rein. Ich muss nochmal schauen, vielleicht ist jetzt, während ich hier gerade noch das beantwortet habe. Nein? Kam keine Frage mehr. Ich denke, die sind alle beantwortet. Okay, so that's the end of our show, basically. Vielen herzlichen Dank für diejenigen, die noch da sind und sich noch nicht abgemeldet haben, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt, dass ihr uns zugehört habt. Wir hoffen, wir haben euch für Neuseeland begeistern können. Bitte meldet euch jederzeit, wenn ihr Fragen habt zum Aotea College, zu einer unserer anderen Schulen oder zu den Einreisebedingungen oder allen anderen Aspekten. Wir beraten euch gerne unverbindlich, und wenn ihr Neuseeland hineinschnuppern wollt, bevor die Grenze aufgeht, möchten wir euch wirklich gerne unseren Kiwi-Passport nochmal ans Herz legen. Wir machen das in Zusammenarbeit mit den Schulen. Ihr könnt zum Beispiel auch einen sogenannten Buddy vom Aotea College bekommen, wenn ihr da Interesse dran habt. Also meldet euch gerne, und ansonsten sage ich Haramai und auf Wiedersehen und habt einen schönen Abend. Wir müssen jetzt leider noch arbeiten gehen. Tschüss! Tschüss! Thank you!